So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe nämlich gesehen, haben sie Werbung gemacht, hat so ein Typ auf Facebook ein Bild gepostet mit 50 Packungen, diese Toffifee in der Limited Edition White Chocolate. Und ich bin ja, wenn es gerade um Eis geht oder sowas, immer irgend so der Typ, der sich sagt, was? Es gibt Zartbitter, es gibt Vollmilch, gibt es auch weiße Schokolade. Ich nehme immer weiße Schokolade, auch wenn ich jetzt mir so Schokolade mal gönne, einmal alle 10 Jahre, bevorzuge ich auch weiße Schokolade. Deswegen war ich so extrem gehypt auf diese weiße Schokolade Edition von der Toffifee. Das ist eine ganze Packung. Das gibt's keine Ahnung wie lange. Guckt euch die an, die sehen so genial aus. Die sind original zu. Jetzt kann ich euch aber gleich verraten, wir haben zwei Packungen gekauft gehabt. Eine Packung ist schon leer. Eine Packung habe ich schon mal probiert, aber nicht, wie ihr jetzt denkt, weil das so gut geschmeckt hat, habe ich mir die gleich komplett reingezogen. Nee, im Gegenteil. Ich teste nämlich jetzt nochmal eins von diesem Toffifee White Chocolate, wo ich noch so großer Toffifee-Fan bin. Probiere mal White Chocolate. Ich merke die Nuss, die Haselnuss, die jedes Mal in der Mitte ist. Ich merke diese Karamellhülle, also dieses komische braune runde Ding, halbrunde, was ihr da seht. Und was merke ich nicht? Genau, die weiße Schokolade. Also das schmeckt wie, wenn jemand von eurem Original Toffifee oben die Schokolade abgelutscht hat und lässt euch dann die Nuss in der Karamellhülle übrig und ihr esst nur noch die Reste. Ich mag Schokolade, weiße Schokolade, normalerweise, aber ich finde wirklich, diese Toffifee sind total sinnlos, weil du schmeckst die weiße Schokolade einfach überhaupt nicht. Kein bisschen. Ich war so enttäuscht davon. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt, deswegen, ich habe die andere einfach gefressen, dann aus Frust. Hab gedacht, ich zeige die euch nochmal, denn es ist wichtig, meine Meinung dazu zu sagen, was damit abgeht. Aber, wie ihr im Titel gesehen habt, wir haben auch noch was anderes, und zwar Toffifee Coconut. Oh mein Gott! Die wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben. Pupsi hat gesagt, sie hat eine Toffifee Kokosnuss bei sich rumliegen. Oh, die schmecken ja überhaupt nicht, ob ich die vielleicht will. Als wir letztens einkaufen waren, habe ich gesagt, ja, dann nehme ich nochmal eine Packung mit. Neben den Weißen nehme ich auch davon eine Packung mit. Hat sie gesagt, ey, die gibt's nicht mehr. Das war eine Sommeredition, die gab es damals mal. Wusste ich doch nicht. Und wenn ihr jetzt hier reinguckt, was seht ihr da? Die ganze Packung ist leer, bis auf die eine. Das ist das Problem, was ich hatte. Ich habe eins probiert und war so begeistert. Das hat mir so gut geschmeckt. Ich fand das so genial, dass ich mich nicht zurückhalten konnte. Ich wollte immer mal testen, musste abends immer mal eins schnubbeln, ne? Und dann ist es immer mehr abgenommen und jetzt habe ich nur noch genau eins übrig, damit ich jetzt in Ramses Kitchen eins für euch live testen kann. Eins mit Kokosnussgeschmack. Seht das hier nochmal, wie genial das ist. Probier mal dieses. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ auf Facebook sich 50 Packungen von denen kaufen konnte, die nach nichts schmecken. Also wie normales Toffifee, nur ohne Schokolade. Warum hat er sich nicht hiervon 100 Packungen geholt? Also ich übertreibe wirklich nicht. Ich finde wirklich, wenn ihr das, ihr müsst natürlich ein bisschen trotzdem Kokos auch abkönnen. Es gibt Leute, die sind allergisch auf Kokos, die finden den Geschmack richtig eklig, sonst was. Aber ich finde das sogar viel besser als die Originalen. Ich probiere hier so ein Teil. Ich habe sofort diesen Karibik im Gesicht hängen und denke mir, ach ist das schön, jetzt noch eine Palme und ich fühle mich wie im Urlaub. Und dann habt ihr trotzdem diesen karamelligen Geschmack.
dann habt ihr trotzdem diese Haselnuss zum drauf rumbeißen. Das schmeckt so genial am Anfang, entführt euch komplett in eine ganz andere Welt und dann kommt der ganz normale, typische Toffifee-Geschmack durch. Während ich hier einfach denke, ich habe den Pappkarton im Mund und wenn ich den Pappkarton, wenn der sich aufgeweicht hat und weggelutscht ist, kommt dann das normale Toffifee noch durch. Also das ist bei mir durchgefallen. Das ist ganz oben bei mir im Kurs, aber die gibt es ja gar nicht mehr und das ist das Problem. Und fürs Thumbnail muss ich euch natürlich jetzt beide hier reinhalten und sagen, Toffifee? Na, das sieht scheiße aus. Ich mach mal so. Und das ist jetzt das Thumbnail und jetzt habt ihr gewusst, was los ist. Habt ihr die schon mal probiert, die Weißen? Wie schmecken die euch? Da gibt es bestimmt viele, die sagen, was, bist du bescheuert? Die sind total geil. Ich hab davon gar nichts. Habt ihr die probiert, wo ihr bestimmt sagt, hey, die sind total eklig, ich finde die hammergenial. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.